Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Das Angebot ist kaum zu überblicken. Das Internet bietet ein schier unbegrenztes Warensortiment. Das Ladensterben in den Fußgängerzonen in Deutschland nimmt zu. Aalen ist davon nicht ausgenommen. Wir haben zwar kaum Leerstände, jedoch wechseln häufig die Geschäfte. Plötzlich verschwindet ein Bäcker und ein Modegeschäft tritt an seine Stelle. Was könnte die Ursache sein? Vielleicht zu hohe Mieten verlangt werden, weil die Erträge im Handel nun mal nicht steigen. Vielleicht liegt es aber auch an dem Geschäftsfeld selbst, welches sich angesiedelt hat, dass es von sich aus keine Überlebenschance hat und deswegen mal da ist und wohl nicht. Egon und Martin Dinkelmann sind Inhaber des Haushaltswarengeschäfts Elektro Plus Dinkelmann in der Fußgängerzone in Aalen. Beide sind gebürtige Aalener. Aalen war eine Ackerbürgerstadt und es hat sich heute entwickelt zu einer Industriestadt in Grün mit einem heute sehr ausgeprägten Einkaufszentrum. Gegründet wurde die Firma 1892 als Eisenwarenhandlung und Schlosserei von Johannes Pohlkötter. Egon Dinkelmann hatte in der Firma gelernt, bis er 1996 nach dem Tod von Johannes Pohlkötter den Laden übernahm. Heute ist sein Sohn Martin Dinkelmann Inhaber. Wie hat er Aalen in seiner Jugend wahrgenommen? Kleine bürgerliche Stadt mit für uns Kinder guten Freizeitangebot, sag ich mal, angefangen im Winter beim am Langsberg zu rodeln. Das sind so die Erinnerungen. Egon Dinkelmann ist der Beruf des Verkäufers von seinem Großvater mütterlicherseits in die Wiege gelegt worden. Als ich meine erste Spielkasse von meinen Eltern geschenkt bekam, so Ziffern, die man da einstellen konnte, Knöpfchen drücken, klingen, ging die Schublade aus und die auf und die Pfennige lagen in dieser Schublade. Und wie alt war man da? 5, 4? Der Beruf des Verkäufers wird in der Familie Dinkelmann von Generation zu Generation weitervererbt. So haben auch Martin Dinkelmann und seine Frau Ina das Leben des Geschäftsmanns und der Geschäftsfrau von Kindesbeinen erlebt. Ina stammt aus Straßfurt, wo ihre Eltern ein Geschäft für Geschenkartikel und Elektrokleingeräte hatten. Ja, ich habe gesehen, wie mein Vater mit seinem dann großen Spielwarenladen Spaß hatte. Und durch Ferienjobs mal reingerochen und so kam dann der Weg dahin. Servicewüste Deutschland. Große Geschäfte und keine Verkäufer in Sicht. Scheinbar nie endende Regale mit einer Unzahl von Waren. Unüberschaubar. Wie will ein Kunde aus diesem Wirrwarr das richtige Produkt für seinen Bedarf finden? Häufig legen große Ladenketten mehr Wert auf einen billigen Preis als auf fachgerechte Beratung. Der inhabergeführte Einzelhandel geht da einen anderen Weg. Wir sind als Fachgeschäft so positioniert und da habe ich 50 Jahre dran gearbeitet, für gekämpft und auch alle meine Mitarbeiter immer dahin geleitet. Wir sind nicht der Preistreiber, wir sind der Problemlöser. Der Kunde, der zu uns kommt, hat ein Problem. Er hat ein Problem, er braucht einen neuen Eimerkühlschrank in die Küche und die Frage kommt immer wieder, brauche ich jetzt eine neue Küche? Nein, wir nehmen den Kunden an die Hand und lösen sein Problem. In jeder Art, in Beratung und Service. Und das steht bei uns ganz oben. Und mein Spruch wird mein Sohn Ihnen bestätigen, war immer wieder und kommt auch zwischendurch immer wieder, lass es dem Unternehmen 5 Euro kosten. Der Kunde geht hier zufrieden raus. Kunden, die sich für ein Fachgeschäft entscheiden, haben besondere Wünsche. Es geht um faire Preise, nicht um billige. Trotzdem spart der Kunde häufig nicht nur Geld, sondern auch Nerven, da das gekaufte Produkt genau seinem Bedarf und Wünschen entspricht. Auch nach dem Kauf wird der Kunde nicht alleine gelassen.
Im Einzelhandel erfolgt meistens erst einmal eine Bedarfsanalyse, um dann für den Kunden das richtige Konsumgut zu finden. Der Service spielt dabei eine große Rolle. Das wusste Herr Egon Dinkelmann schon sehr früh. Als ich dann 18 war und einen Führerschein machen konnte, habe ich einen uralten Bulli von meinem damaligen Chef Johannes Polkötter gekriegt und habe die Waren, die ich in der Filiale verkauft habe, abends den Kunden nach Hause gefahren. In der Einkaufszeit Pakete von Einkaufgläsern. Und somit habe ich mir so viel Vertrauen aufgebaut über Jahrzehnte. Die Enkelkinder von den Kunden, die ich damals betreut habe, die kommen heute noch als Kunden und sagen, meine Oma hat schon bei ihnen gekauft. Die Macht des billigen Preises ist groß. Was kann man als Einzelhändler tun, um sich gegen Internet und Filialisten zu behaupten? Die Einzelhändler als solches, die noch Inhaber geführt sind, die müssen sich Marktnischen suchen. Wir haben das vor 20 Jahren, sind wir das schon angefangen, nicht neue Küchen zu verkaufen, sondern Küchen zu modernisieren. Da haben wir gesagt, eine Küche, wenn die Einbaugeräte ausgetauscht werden müssen, ist eine Küche um die 20 Jahre alt. Da sind wir hergegangen und haben gesagt, dann ist die Küche teilweise sowieso schutzverdiegt. Aber die Küche hat nach 20 Jahren auch gebraucht, aufgequollene Sockelleisten, abgearbeitete Arbeitsplatten, Fronten sind nicht mehr schön oder haben Farben gehabt, die man irgendwann nicht mehr sehen konnte. Und da haben wir gesagt, dieses Thema nehmen wir uns intensiv vor die Brust. Und siehe da, in ein Wespennest gestochen, erfolgreich machen wir heute Küchenmodernisierung bis hin zu Frontenaustausch für kleines Geld. Das Erfolgsrezept der Firma Dinkelmann versteht's? Vertrauen der Kunden. Ich mache herzliche Bedanke. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Vater und Sohn in Frieden zusammenarbeiten. Für viele Väter ist es schwer, sich zurückzunehmen und den Sohn machen zu lassen. Umgedreht ist es für den Sohn nicht leicht, die Erfahrungen des Vaters anzuerkennen und seine Ideen anzunehmen. Bei Dinkelmanns ist das anders. Wir sprechen miteinander, wir leben zu Hause miteinander. Wir oben im Haus, er unten im Haus. Es fällt im Unternehmen und zu Hause nie ein böses Wort. Das ist ein Geschenk Gottes.